geschrieben, also hinterlasst eine Nachricht. Ihr Anrufbeantworter? Oh, na gut. Hey, hier, Rindein. Erinnerst du dich an den Tag, als du meine Pläne durchkreuzt hast? Du hast mich damit überzeugt, dass die Eldrid eine zu große Gefahr darstellen, um sie zu ignorieren. Ich werde Ekuna und alles Leben darauf zerstören und vor allem den Eldrid-Kodex. Genieße deinen gebrochenen Willen, kleine Eldrid. Oh, und sag Deande schöne Grüße von Lothar. Das ist schon sehr geil. Ja, moin moin, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Battleborn. Genau, wir spielen nicht allein, sondern in einem Together mit dem Gamers Check LP und dem Onkel. Huhu. Huhu, Hallöchen. So, ich wähle mal einen anderen Charakter, weil es gab ja ein DLC mit einem neuen Charakter und da habe ich tatsächlich die Alani mal ausprobiert und ich muss sagen, ich mag die Frau. Gesundheit. Was? DLC? Charakter? Was? Alani. Noch nichts von gehört? Ja, wenn du die Beta gespielt hast, hast du die mit so einem Key freischalten können. Jetzt genau, du hast einen Key gekriegt, damit kannst du sie freischalten. Und das ist eine Heilerin, das heißt, ich kann euch heilen, aber die macht auch echt gut Schaden. Und sie hat sowas ähnliches wie Crowd Control, das heißt, ich kann Wasserwellen und damit die Gegner vor mir her und von mir wegschießen. Was extremst gut ist bei einigen Story-Missions, wenn so Horden auf dich zulaufen und du durch Türen musst oder so. Dann hast du echt geniale Kontrolle, okay. Wenn die Skills gut eingesetzt sind. Das geht echt super. Ich muss sagen, ich mag die Alani. Der Onkel hat jetzt noch 26 Sekunden Zeit, einen Charakter auszuwählen. Ja. Da ich nehme mir meinen Ruff. Also, und du hast den guten Galt genommen. Genau, ich habe diesen Freischaltschlüssel, den ich bekommen habe, nicht dafür verwendet, die Alani freizuschalten, sondern Gant. Genau. Galt. Denn er hat ja Schotti. Ich finde jetzt nicht so prickelnde Typen. Das heißt, wenn ihr geheilt werden wollt, ich habe zwei Möglichkeiten so ganz konkret. Das eine ist, wenn ich euch anvisiere, kann ich euch heilen. Und das andere ist, wenn aus dem Boden eine Wasserfontäne kommt, lauft dahin. Genau. Ein Schlückchen Wasser trinken, meinst du? Genau, stellt euch daneben, das reicht. Na gut. Ich brauche dein Blut nicht als Dekoration. Wassercharakter, also ich schieße auch mit Wasser um mich. Schulter. So, Verbündete in der Nähe werden geheilt. Wenn der Geist ach ja, genau, jetzt erstmal ausbauen. Ach du Scheiße, seid ihr das, Leute? Wurde auch Zeit, dass ihr kommt. Ihr braucht einen Datenkurier? Sammelt Splitter, aktiviert den Chronicle-Wächter und dann nichts wie hierher. Rendern will uns an die Gurgel. Onkel, hast du diese Mission schon mal gespielt? Ja. Nein. Cool. Ich warte nur aufs Let's Play. Okay, was ich noch weiß von dieser Mission, die ich mal so mit Wildfremden im Internet gespielt habe, das ist ein Teil eine Beschützmission. Wenn wir da nicht aufpassen, haben wir ein Problem. Ja, einfach machen. Mal gucken. Genau. Also nur nochmal zum Zeigen, so, eben, wenn ihr dieses Signal seht, werdet ihr geheilt, auf jeden Fall. Dieser grüne Fountain hier. Ne? Genau, und ansonsten, wenn ich euch anvisiere, geht das halt auch. Ja, das ist, dass jeder Heiler kann ja genau heilen. Genau. Das ist genau, ich kann nicht heilen. Genau, ich bin euer Heiler sozusagen. Wer ist er denn hier? Achso. Das ist toll. Wer ist er hier? Wir haben keine Splitter. Achso, was war er denn hier? Wir haben Gegner. Hier sehen die Dinger mit den Kugeln ganz anders an. Was? Ja! Unvorstellbar! Skomme! Macht sie alle nieder. Es klingt bei mir so ein bisschen feucht, muss ich gestehen. Ich schmatze so. Du schmatzt, deine Schuhe schmatzen. Ups, da gehen wir einen auf den Deckel hier. Das ist ja auch eine Frau. Hallo? Wie bitte? Das hast du jetzt nicht laut gesagt, oder? Wo müssen wir mal hin, sag mal? Zu den gelben Punkten, die was, da so wie, zu das haben. Ich Michael, glaub, hat doch, der war ja da, wo wir gerade starten. Er läuft doch gerade mit einer Frau rum, da kann er doch ruhig schmatzen. Wiedereinstieg, 2 Sekunden, wieso? Achso. Also ich finde, dafür, dass sie eigentlich ein Heiler ist, für einen Heiler knallt die echt gut rein, muss ich echt so sagen. Ich mag die. Wir haben uns ein bisschen getrennt hier, ne, nebenbei. Ne? Haben wir? Ja, ja, wir rennen hier auseinander. Du rennst auch nicht zum Ziel. Wenn hier wieder es gibt mehrere Ziele, falls du es noch nicht gesehen hast. Ja, wir sind hier. Ah. Achso, ich mach den dann mal eben platt. Ach ne, der ist noch Zombies rum. Zombies? Alter. Hat nach einem Zombie. Ist ja witzig. Also ich hab das mal alleine gespielt mit dem Charakter. Also den Sturzblut reduziert Abklingzeit meiner Skills. Finde ich gut. Wir sind ein bisschen härter geworden, wenn wir jetzt zu dritt spielen. Ist ja witzig. Ja, genau. Aber nicht mit Wasser.
Lass sie mich nass spritzen. Der Feuchtmann. Aua! Okay, ich muss aber erst nochmal reinkommen. Ja, ich muss aber. Ich muss aber erst nochmal reinkommen. Bist du draußen? Wieso? Warum bist du draußen? Ich bin auch gegangen. Kümmerst du dich um ihn? Sonst muss ich denn halt. Der Heiler ist da. Ja, ist da. Wollen wir zusammen bleiben? Wollen wir zum Snorks mal gehen? Lassen wir mal hier die alleine spielen, die Jungs. Da müssen wir vielleicht sowieso noch hin. Onkel? Ja, aber hier sind noch Feinde. Ja, auf überall. Das ist das Problem. Das ist jetzt kein Schlauch wie letztes Mal. Sondern das ist ein Open. Die Fontäne schießt den immer so ganz schön. Eine ganz offene Gegend. Und das heißt, wenn du jetzt. Du kannst eigentlich in alle Richtungen rennen. Und überall sind Gegner. Und das ist das Problem. Wir müssen alle zusammenbleiben und die Mission nach und nach machen. Sonst, wenn wir jetzt immer auseinander rennen, dann nützt das nichts. Ne? Oh Gott. Hier, der liegt noch Splitter rum. Warum eigentlich? So. Ich renne jetzt mal den Snorks hinterher. Snorks ist hier der. Ich renne nur zu den gelben Punkten. Ja, hier sind überall gelbe Punkte. Da kannst du ja nicht sagen, das ist ein gelber Punkt, nein, das sind mehrere gelbe Punkte. Wir haben ja nicht gesagt, das ist einer. Also ich sage, ich renne zu den gelben Punkten. Ich bin. Ihr seid jetzt in so einer Kugel drin. Ja, du auch. Das ist doch schön. Wir wollten schon immer in einer Kugel sein. Ich war außerhalb der Kugel. Nein, das ist schlecht. Das war kein Problem. Fühlst du dich jetzt ausgegrenzt oder was? Ich kann dir sagen, die Kugel war nicht so toll. Ja, genau. Wir machen Bilder und schicken sie nachher nochmal rum. Lass uns ein Selfie machen. Das ist nett. Selfie von der Kugel. Von der Kugel, genau. Ich sehe noch einen roten Fleck da irgendwo. Da ist auch ein gelber Punkt beim gelben Fleck. Ein gelber Punkt beim gelben Fleck. Jetzt rennen wir dir wieder hinterher, ne? Ja. Die Berserker hier. Aber da geht's ja gar nicht, da komme ich ja irgendwie noch gar nicht ran. Da ist ja noch so eine Kugel drauf. Zu, glaube ich. Aber hier liegen schon mal ein paar Gegner rum. Hallo, was bist du denn für ein Alter! Da hüpft mich hier an, du. Jetzt kam hier gerade Tsunami an. Ja, der Tsunami ist der. Das bin ich. Das Snorks, der macht immer so eine Wasserwelle. Der macht immer die Welle hier. Mach voll die Welle. Oh, ich muss dich mal eben heilen. Onkel, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Kann ich mich daneben stellen? Aber ich brauche nichts. Ich habe gerade keine, die Fontäne habe ich gerade nicht. Ich muss kleineren Einheiten machen, kleineren Dom. Gab es nicht mal eine Karte? Genau da. Wir müssen nochmal in den Süden, da ist nochmal ein gelber Punkt. Ja, ich glaube auch. So. Ich laufe. Ich habe ja noch so ein Gerät gefunden. Ein Gerät. Der Gerät. Ja, mit Kugeln. Kügelchen. Die sehen hier anders aus. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. So, ist das Ding, wo wir hin. Kugeln sehen hier anders aus. Sind die jetzt rechteckig oder was meinst du? Wir müssen da oben hin. Nein, die Geräte, wo die Kugeln drin sind. Also die Schachteln. Ich bin total verwirrt mit diesem Charakter. Mit dem Charakter, wieso? Bin ich jetzt hier richtig, wenn ich mich hier draufstelle? So, hier müssen wir hier oben die. Wieso ist das hier rot? Wo soll das hier denn sein? Ich mach mal den Roboter an, okay? Ja. Ach, dort? Ach so. Ich pack all meine Splitter da rein, ja? Kann mal einer hierher kommen und seine Splitter hier oben reinschmeißen? Packst die Splitter rein. Jetzt kriegen wir den Roboter nicht aktiv hier. Genau. Ja. Zack. Jetzt habe ich keine Splitter mehr, na toll. Hey, er ist da. Der Führer in das nahezu unendliche Eldritt-Wissen. Willkommen am Hain des Arcanums. Verzeihung, aber er wird gegenwärtig von Flammen verzehrt. Chronicle, hier Maker. Ich brauche Hilfe, um zum Hain zu kommen. Hey, junge Dame. Willkommen zurück beim Hain des Arcanums. Erstens, deine Bücher überfällig. Du hast eine Woche, sonst schicke ich die Wache. Und zweitens, meine Güte, der Hain brennt. So, los geht's. Den müssen wir bewachen, weil der ist im Spiel mit anderen immer kaputt gegangen, weil die nur rumrannten und Leute gekillt haben. Das hilft aber nicht, wenn man die Mission machen möchte. Die Tür ist sonst nicht verschlossen. Ich kontaktiere die Sicherheit und... Was? Verdammt, Chronicle. Leute, sucht die Splitter, die das Tor antreiben und zerstört sie, wie sonst auch. Sicher, oder ich mache einfach das hier. Genau. Tor auf. So geht's auch. In Ordnung, die Tour geht weiter. Nun, links von ihnen brennt etwas. Zu ihrer Rechten brennt schon auch etwas. Und Trottel. Genau, Leute, wir bringen euch zum Hain. Auch bestimmt. Ja. Den Zivilisten geht's gut. Wir haben schon einige Angriffe zuvor überlebt. Die sind alle, ratzt die hier alle weg. Ich komme hier krieg keine Gegner mehr ab. Oh. Beste Fähigkeit, jetzt explodieren meine Wellen. Ja. Spann dir. Du brennst ja. Warum eigentlich? Wie fertig die Älteren sind, sondern was tun, damit sie nicht mehr so fertig sind. Okay? Gut. Dann seid ihr quasi stimmen. Wo ist noch die Hände? Die kommen hier mit dem Raumschiff angeraumschifft. Warum Raumschiff angeraumschifft? Kein Problem. Schlecht. Wollen wir schon mal runterhüpfen?
kann ich von hier erledigen. Ich muss da nicht runter. Ja, meine Schotti ist ein bisschen kurzatmig. Genau. Das bedeutet nichts Gutes für euch. Überall Gegner, ne? Du bist jetzt genau von dem getrennt, Viech weg, ne? Ja, das ist ein doof, ne? Das ist genau ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Wo seid ihr eigentlich alle? Weil ihr lasst den Typen jetzt alleine und hier gehen jetzt überall Gegner durch. Ich bin doch hier. Ich bin da. Wo bist du denn? Wo denn? Neben dir. Also, wenn du. Stehst du immer hinter mir? Das ist natürlich auch schwierig. Bist du tot? Nein, nein, nein. Doch. Schatz. Ich würde sagen, du opferst jetzt gerade ein Leben von uns, weil du wieder woanders hingegangen bist. Ja, ich wollte. Nicht das, was du gemacht hast. Warte, komm ich da hin? Ja, ich hätte auch gesagt, warte, ich komm da hin. Warte, ich komm da hin. Nein, nein, tu es nicht. Nein. Nein, ihr seid. Aber du kannst nicht. Aber du kannst mir helfen, Snorks. Das funktioniert noch. Ich muss jetzt den Typen alleine beschützen. Super. Wie gut, dass ich meine dritte Fähigkeit jetzt habe. Du kannst mich auch erwecken. Der große Wasserdrachen. Ich komme mal zu dir. Ihr seid so Spezialisten. Noch schafft. Nee, ich glaube, ich schaffe nicht mehr. Zu spät. Snorks muss ich ja selber heilen, glaube ich. Ne? Ja, aber ich bin jetzt tot. Aber ich komme zu dir. Alter. So, also, wir bleiben zusammen, egal wo Gegner sind. Upsi. Richtig, du hast genau das gemacht, was ich sagte, was man nicht machen soll. Einmal zu den Gegnern. Und ich sag noch, bleib doch mal hier, ey. So. So. Juppie. So, jetzt kommt der Riesenwasserdrache. Komm, ja. Mach sie platt. So wollen wir das sehen. Was, Wasserdrache? Ich hab wieder nichts mitbekommen. Hast du nichts gesehen? Mensch, wenn ich da hinten wieder rumlag. Kriege ich den hier ständig ab? Hier ist doch gar nichts. Ja, wir müssen echt aufpassen. Also dieses Radar ist jetzt ein bisschen unnütz geworden, weil überall Punkte sind, wo wir hin müssen und hier und da. Wir folgen einfach nur diesen Roboter. Genau. Alles andere darfst du hier echt alles nicht andere machen. Ist das da, wo es ist, weil wir müssen so irgendwie nochmal hinlaufen, glaube ich. Wo ist nichts? Hinter dem Teil ist noch irgendwer, irgendwo, irgendwas? Nee, dachte ich auch, weil da ist noch weit weg. Das ist weit weg. So, jetzt springt er hier runter. Machen wir auch mal. Hui. Wenn ich springen könnte. Okay. Weil er ist auch schon angedengelt, ne? Also ja, der ist schon die Hälfte runter, der Junge. Ich kann ihn ja mal, kann man den auch heilen wie dem anderen? Nee, kann leider nicht. Also, ach leider so. Nicht. Ja, man kann ihn, doch, man kann ihm einen, bei Splitter hat, kann man ihm so ein Heilding draus bauen, ne? Nee, das war bei einer anderen Mission, diesem hier nicht. Ach, der ist nicht so, okay. Er heilt sich auch echt nicht, ne? Für den Onkel mal mein Wasserdrachen, guck mal. Achso. Achso, oh. Wow, ja, cool. Okay. Ja, nett. Und das ist hier. Die ganze Area macht dann Schaden für die Gegner und so. Und aber halt uns oder was? Wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung. Also, hier passiert genug. So, was passiert hier jetzt? Hier passiert nichts. Nee, ne? Und du? Stehen wir hier? Geschütz mal 18, 17 Sekunden noch. Wir müssen mal beschützen. Da kommen Gegner. Wo? Ich sehe nichts. Gegner? Gegner. Nö, das stimmt, wir sind ein bisschen außerhalb, ja. Stimmt. Ja, du. Ja. Hier. Ja, ist ja ganz einfach eigentlich. Beschütz mal 3, da oben kommt was. Herausforderung gescheitert, was? Oh, wir hätten was machen müssen. Okay, na gut. Keine Ahnung. Da ist jetzt ein neuer Marker aufgetaucht auf der Karte. Ich würde sagen, da müssen wir irgendwie hin, oder? Ja, irgendwie einmal rundlaufen hier, oder? Ich hoffe, er. Ich glaube, der steht jetzt die ganze Zeit da rum und. Ja, ich. Oh, ey, ist das der richtige Weg? Nein, natürlich nicht. Andersrum, zurück. Bist du sicher? Bist du sicher? Hier sind überall gelbe Marker, wenn ich das mal eben so sagen darf. Trenn dich nicht. Ich trenne mich nicht, ich bin ganz alleine, ich kann mich nicht trennen. Ich bin wieder zurückgelaufen zu dieser Maschine und dann ist links da oben so ein Weg da oben. Da oben. Mal hier vielleicht lang, genau. Bist du bei mir? Nee. Ich? Nein. Da vorne sind Feinde! Ich habe mich komplett irgendwie verlaufen. Wenn du mich fragst, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ja, ich sag mir auch, komm zurück. Aber ich bin woanders. Na gut, wir machen hier wieder Platz. Wo ist denn zurück? Wo der Typ stand. Der Roboter. Nicht da lang. ja. So. Hier ist nichts. Ich brauch mal Splitter. Waldbrand. Aber du bist doch da. Malika, alle hier ist Malika. Also gut, ich packe die Daten alle in Datenschergen. Nicht alle Frauen sind gleich, Onkel, ja? Also wir haben da schon gewisse Unterschiede. Ja.
Ach hier, die kleinen Roboter, stimmt, die müssen wir jetzt auch beschützen. Ja, ich da komme ich nicht ran. Warum komme ich da nicht ran? Da ist wieder einer. Überall Mülltonnen hier, das ist Wahnsinn. Wenn ich wüsste, wo ihr seid, würde ich da hinkommen. Guck dir mal. Das sind tausend Sachen. Digitalkreuz nach unten. Große Map. Wie groß ist da gar nichts. So, ich bin ganz im Norden und ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist nicht da. Richtig. So, wir müssen jetzt die kleinen Dinger hier beschützen. Das ist ganz wichtig, wenn du mal kommen würdest. Die kleinen Roboter müssen wir beschützen. Komm ich denn da hin? Du ganz sicher nicht. Ihr habt doch noch volle Held, stellt euch nicht so an. Die kleinen Roboter bei mir. Kleinen Roboter, das so die. Genau, machen wir das Ding an. Genau. Ich mache hier auch nochmal ein. Hey Jungs, was wollt ihr von mir? Geh weg. So, lalala. Okay, du hast noch ein paar Splitter, das ist gut. Ich mache ein paar. Aua! Wo seid ihr langgegangen? Oh, Alter, meine Energie. Ich geh mal weg. Ach, ich hab keine Splitter mehr, scheiße. So, wo sind unsere Roboter hin? Sind die schon da? Mit Energie ist im Eimer. Das wird schon mal helfen. Ah, da hat das Nox auch mal angedackelt. Guck mal, da ist auch nicht. Der schießt mir auf mich. Ich halt. Jetzt springt der auch noch weg, wenn ich da komme. Also. Hey, das war nicht schlecht. Was war das denn? Warst du das, Onkel? Keine Ahnung, die fliegenden Leute? Ja, das war ich. Ja, das waren fliegende Leute. Hey, was war das denn? Ich bin draufgegangen. Wieso beschützt mich keiner hier? Ich habe gerade meine Superfähigkeit eingesetzt. Also super. Super. Die war ja super. Die bringen mich mal richtig um hier, ne? Leute, wo ist meine Heiltante? Heiltante. Was ist? Guck mich an. Alter, spritz mich an. Darauf reagiere ich doch gar nicht. Du bist ja die Wassertante, oder nicht? Du kannst doch nicht einfach sagen, dass ich dich anspritzen soll. Ein Roboter ist gefallen. So ein Container. Ja, scheiße. Aber ist ein Dicker hier, oder? Na, hier sind überall Dicke. Er ist tot. Wie machen wir denn das? Irgendjemand sollte sich um den Roboter kümmern. Ich renne mal zu den Robotern hin. Reptile fliegen weiter. Au! Das ist gut. Au, wer war das? Wer war das? Wer schießt auf mich? Warum? Und wie viele? So, ich renne jetzt mal den Roboter hinterher. Hinterher? Dass wir nicht hier draufgehen. Oh, Feinde. Jede Menge. Ja, also nochmal zum Tipp. Nicht immer den ganzen Gegner hinterher rennen, weil die Roboter sind das Ziel jetzt. Sir, ja, Sir. Die locken dich dann nämlich auch weg und dann hast du nämlich dann ein Problem. Ich bin da hier tot. Ich hab noch nicht mal einen Roboter gesehen, aber es ist schön, dass ihr... Ach, da hinten. Hier sind sie. Ja, die laufen hier, die Müllcontainer laufen hier rum. Die Müll- das sind schon wieder Feinde. Ey, Macker! Okay, wäre auch langweilig, ich hab den falschen Charakter eingepackt. Ich hätte die auch doch schon wie im Tod. Tante einpacken soll. Du bist weggerannt, ne? Das ist schon klar. Du musst mich heilen. Ich versuche durch die Massen durchzukommen, ohne zu sterben. Da ist ein Müllcontainer, hast du gerade gesehen, vorbeigelaufen, ne? Alter, was geht denn hier ab, sag mal? Kann das sein, dass die Mission ein bisschen hart ist? Ja, mit drei Leuten ist das echt knifflig, ja. Und den falschen Charakter. Ich bin wieder tot. Dann ist da auch schon wieder was. Ja, da hocken schon wieder Leute, ey. Ach, noch 10 Sekunden. Für was? Um mich zu heilen. Oh, ich bin wieder da. Oh, sag doch was. Onkel. Was denn? Ja? Hast mich wieder belebt. Sag doch ruhig was. Ich guck gerade woanders hin. Wieso? Ich denke doch, du guckst auf den Bildschirm. So. Das hier so ein Wackeldackel. So. Cool. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Also die Wackeldackel hier, die rennen noch alle vor sich hin. Ich habe da keine Splitter. Sind auf jeden Fall noch Gegner. Also jede Menge rote. Ja, hier hinten. Ist alles gut. Ich stehe gerade. Wenn wir da hin, wo die Roboter herkommen. Alles klar, hier ist unser Mann. Was ist hier gerade? Ja, ich verlaufe gerade hier. Oh Mann. Ich komme mal zu euch.
Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich hab Gegner gefunden. Kleine. Hey, Marker. Ich level hier auch übelst schnell. Ja, ich bin irgendwie auch, glaube ich, zum 10 oder so. Ne, 8 oder so, genau. Ja, sind ja auch nur dicke Gegner hier. Die ganze Zeit, alle voll, ey. Meine Güte. Ist jetzt irgendwann mal Pause? Nein, es gibt keine Pause. Die Pause setzt ein, wenn die Roboter fertig sind. Unsere Roboter werden angegriffen. Ein Roboter ist weg. Meine Fontäne schießt immer schön in die Luft. Die müssen sich immer erst berappeln. Das ist sehr gut. Das gefällt. Ey, Maka, jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier, du. Ja, jetzt deine Minigun. Das wäre schön. Ups. Ja, ich bin durch ein Loch gefallen. Ey, geh weg! Mann, oh. Nee, da kommt der nächste Roboter. Ihr beschützt die Roboter nicht, ne? Witzig. Wollte ich gerade sagen, der Mann ist extremst komisch, oder? Ja, ich versuche, den Witz zu halten. Ja, wir gehen hier voll drauf, ey. Ich sag dir das. So, Level 9. Heilung. Cool. Wo ist denn meine Heilung hier? Wo ist die Heilmaschine? Ah, ich sehe sogar den Roboter. Uhu. Ja, ich mal. Ja, das ist schon voll. Okay, alles klar. Gegner. Also, Leveln geht hier ohne Ende, ne? Das ist ja unglaublich, ne? Krieg ich jetzt schon Angst vorm Endboss. Boah. Die Hitze noch dazu, ich schwitze mir hier ein ab. Ja, ist der Wahnsinn. Die Hitze, bist du hinterm Dach oder was? Puh, meine Güte. So, Onkel, du siehst ja gut aus. Und wo ist der andere? Der rennt wieder weg. Der ist wieder weg und kriegt wieder auf den Sack. Ich beschütze die Viecher. Nein, die rannten gerade alle. Die Viecher sind hier. Du weißt, dass nee, siehst du, der Onkel war auch da und sagte. Nee, ja, aber ich glaube, das sind mehrere. Die Viecher sind hier und werden angegriffen. Die Viecher sind hier und werden angegriffen. Ja, da gibt's mehrere. Es gibt mehrere Viecher. Das ist ein ganzer Strang von Viechern hier. Da, und mit Zombies. Lass meine Viecher. Oh mein Gott! Gemacht. Der Sack, ey. So, ich brenne! Brennste? Alter. Brennste? Das geht hier ja richtig ab. Richtig ab, sag ich dir. Da kommen wir an Bossi. Pow! Pow. Ich brauch 3 Schuss für so einen scheiß Zombie, das ist ja doof, ey. Ja. Zombie? Ja, diese schwarzen Skelett-Typen da, die sehen hier aus wie Zombies. Finde ich. Was bist du denn für einer hier? Danke dafür, kleiner Kerl. Okay. Oh, hier unten. Eieieiei. Oh, da haben wir wieder was. Ausgeholt hier. Klingt das gut? Oh, das heißt ja. Ey, du schnibbelst dich durch der Gläuse durch. Das ist so geil. Hatte ich vergessen. Sehr cool. Ich muss doch. Brauche ich mal eine Heilung? Das heilt mich was. So, und nun? Ja, geht noch. Ja, ich heile dich trotzdem. Sobald die hier durch das grüne Tor weg drin sind, dann könnt ihr nicht mehr. Ne? Ja. Sehe ich doch richtig. Gut, da kommen wir neue Leute. Zurück. Brenne. Toll. Und trotzdem, ja, auch wenn das bloß so ein übelstes Schnetzeln ist, macht mir das gerade mega Spaß. Ja, im Moment ist irgendwie so nicht viel Sinn und Verstand einfach draufhauen, aber es ist ganz gut. Okay. Hallo. Irgendwie habe ich so viel. Brauche ich den Splitter noch für irgendwas? Sonst kann ich einfach hier Türmchen bauen. Das hilft auch. Türmchen? Wenn du Splitter hast, ist ja cool. Aber. Nee, jetzt glaube ich, jetzt geht's weiter. Die Dingsbox kennt ja auch wieder zurück hier, die Tante. Die Dingsbox? Wir haben Ruhe. Ach, Kinder, ja. Hallo, mein Freund. Hey, ist niedrig. So, Slogs. Was denn? Das ist kein Thema. Kein Ding. Kein Ding. Ich brenne schon wieder. Harry, ich schnauze voll hier. Was machst du denn? Da, Mann, ich brenn schon wieder. Flames. Datenbergung abgeschlossen. So. Ich bin jetzt gerade randvoll mit Wissen, Leute. Was
zurück zum Roboter. Wir haben aus dem Hain, was ging. Alles klar, Galt. Das war's. Geschafft. Alle Mann zurück zum Schiff. Pronto. Auf zum Roboter. Was ist denn da? Kann der mich nicht mitnehmen? Ich will... Ich trag mich. Faule Motte. Ich kann ja nicht vorbeirennen an dem dicken Oh, Zapier. Gegner. Jo, seh schon. Ja, Die fallen, bevor ich überhaupt hingehen kann. Oh, ich bin extrem schnee heute. Ja, ich sag ja, meine Wasserwelle ist gar nicht so blöd. Vor allem, wenn ich da Explosionsschaden einbaue. Komm ich nicht weiter? Wo seid ihr? Mein Verlauf sieht ein bisschen schnell hier. So, ich bin ja beim Roboter. Wo will er jetzt hin? Wo will er jetzt hin? Raumschiff. Raumschiff. Ja. Ich komm dein Raumschiff geflogen. Wieder auf dein Gesicht. Na, Spawn Point voll gemacht. Oh, hier, der unser Roboter wird angegriffen. Von wem? Wer wagt es? Übrigens, der Roboter ist wieder voll Energie, ne? Das, aber nicht wieder oben nehme. Alter, immer wenn ich die Schlaglose, ich erschreck da jedes Mal, wenn da eine Welle kommt. Immer wenn ich den ersten Schlaglose habe, kommt die Welle. Welle vorbei, dann ist es weg. Deswegen mag ich die Welle ja so. Oh, ich bin Level 10. Cool. Ja, ich auch. Ich bin auch schon voll. So. Aber wir haben noch was zu tun, glaube ich, ne? Ich muss aber wissen, wo der Roboter hin will hier. Hier brennt's. Ja, renne ich dann gleich wieder durch, damit ich auch brenne hier. Ich kenne das ja schon. Irgendwas ist hinter dem Roboter. Ah, da oben auf der Balustrade. Da kommt der Roboter macht alles alleine. Kann ich nicht ausrüsten, schade. Wollte ich gerade sagen, Moment, schießt der Roboter auch ganz gut alles weg, oder? Ja, sieben. Hier brennt hier. Wüt. Hier könnte man vorbeilatschen, tut man nicht. Was sind denn das hier überhaupt für Zeichen überall auf dieser... Ah, das seid ihr. Ihr seid so weit auseinander. Wahnsinn. Ich bin mal Roboter. Ich lauf dem Roboter vor. Ich komme. Links oder rechts, wo willst du hin? Ach, jetzt habe ich mein Special eingesetzt. Verdammt. Hey, hallo. Hallo, was heißt das? Was heißt wohl Hallo? Halo? Oh, Gegner beim Roboter. Ach, alle weggegrüßt, okay. Ja, ich habe hier ein Turret aufgebaut, um so ein bisschen zu unterstützen. Jetzt bin ich so gestunt. Beweg dich! Kontrollpunkt aktiviert. Deine Überreste werden mich an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Ja, jetzt krieg ich sie weg. Ja. Was denn du da an meinem Geschütz, sag mal, hallo? Ich? Er hat mein Geschütz kaputt gemacht. Darf der das? Nein. Ach, direkt hinter mir war ein Spawnpoint. Super. Wie immer habe ich den Spawnpoint gefunden. Yay! Der ist wieder rein. Ich glaube, die Kill, der Killcount wird bei dir tierisch hoch sein. Ich kenne ja immer in die falsche Richtung hier. Naja, meistens mache ich irgendwie immer nur so andengeln. Und jemand anderes killt die denn. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh, nicht Rätselloden, ey. Danke. Du bist kein Generik. Da zum Beispiel habe ich drauf geholzt und dann kommt der Onkel und macht den tödlichen Cut. Also, der Onkel haut so dermaßen rein, also ich glaube, der wird einen tierischen Killcount haben. So, hier sind wir gleich. Der Roboter ist durch so ein Tor durch gerade. So. So ein oranges Tor. Und ein bisschen Ruhe. Oh, und hier sind ganz viele Gegner. Richtig viel Gegner. Richtig üble Gegner. Oh, ich sehe es gerade. Ich fange mal deine Spezialwaffe mal an. Deine Spezialwaffe. Ich muss mal dieses Tor wegmachen hier. Ich komme mal zu dir, Smirk. Ja, ich das bin ist auch ganz schön Aua hier. Ich bin auch gleich tot. Das wäre total toll, wenn ihr kommen würdet. Ich bin gleich da. Wie oft bin ich eigentlich wiederbeleben worden? Bleib stehen, Smirk. Bleib stehen. Komm her. Mein Schwert, Mann. Stehen, Mann. Mann. Hier ist ein Schwertmann für mich. Was hast du gesagt? Aber hier ist ein. Ja, ich besiege diesen Schwertmann. Ich bin der bessere Fechter. Das war mein Wasserdrache, aber Hauptsache, du glaubst, dass du mich besiegt hast. Echt? Ich habe dir ein wenig geholfen, aber nur ganz kleines bisschen. Versetzt Berge oder auch Monster. Roboter rennt vor.
Das ist immer das Gemeine. Man denkt, man ist hier ganz allein unterwegs und dann haben 1000 andere mitgeschossen. Und am Ende steht dann, dass man selber null gekillt hat, weil man nur Assist hat. Ja, genau so. Was? Da ist noch Gegner. Ein Gegner. Komm, ein Gegner. Geflogen. Manu! Habe ich den vorher getroffen, bevor du da warst? Sehr geil. Ja, das geht doch gar nicht. Ich mach das nicht mit Absicht, Onkel. Tut mir leid, aber... Oh, hier ist noch ein Dicker. Wenn ich nicht kick. Nicht reloaden. Alter, der Charakter ist richtig scheiße hier. Mein Ey, das gibt's doch nicht. Der Spiel ist ja auch falsch, keine Ahnung. Wieder mein Special sinnlos eingesetzt, weil wieder irgendjemand den Gegner vorab gekillt hat. Ich diesmal nicht, ich war schon auf dem Weg woanders hin. Ich war es diesmal nicht. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Gab's nicht noch so ein Oha, jetzt kommen hier drei Tore. Na endlich! Mit Zombies, komm hier. Warte 2 Sekunden, das ist alles weg. Warum? Weil so ein Herr mit so Fähigkeiten, mit langen Schwertern, alles wegputzen kann. Ja, aber gut gemacht, oder? Aber gut gemacht, ja. Eigentlich gut gemacht. Das ich heile den Onkel mal ein bisschen. Dankeschön. Weg sind sie. Hat sich verdient, ne? Das Heilen hat er sich verdient. Das ist nett von euch. Aua, was war das? Aua. Dicke Nase vor meiner Nase. Und weg. Ach, schon weg. Dreh mich um. Das ist unglaublich. Sehr gut. Ich glaube, ich nehme mal beim nächsten Level war Orandi wieder. Das ist irgendwie, die Tante liegt mir auch ein bisschen mehr. Welche Tante? So viel einige. Ist das eine Frau? Ja, das ist eine Frau, ja. Bist du sicher? Ich glaube schon, ja. Ich verbinde mit dieser was Person. Was ist das hier eigentlich? Das war die Mine. Und was macht die? Minen. Die macht Minen. Mach mal eine Mine, komm. Ja, die kannst du nicht aktivieren. Die steht rum und irgendwann. Soll ich euch mal nass spritzen? Ich spritze jetzt den Smurf nass hier. Ja, sinnvoll. Oh, Achtung. Oh, aber ruhig. Das reicht jetzt. Bagrat, zerstöre diese Wächter. Oh. Na toll. Oh. Oh. War das gewollt? Okay. Ich glaube, der ist böse. Nein, ich bin böse. Auf ihn. Gunhulk. Gunhulk. Gunhulk, ist das ein Name? Verlieren wir ihn, verlieren wir alles. Also auf zum Gunhulk. Gunhulk, wo ist er denn? Da. Wir sind in Reichweite des neuen und verbesserten Malsi. Teampulsschlag auf erhöhtem Wert. Wo komme ich denn da hin? Du musst irgendwie... Woher soll ich das wissen? Ich glaube, der kommt zu uns. Du musst die Gegner ja aktivieren. Genau. Ich glaube, der kommt bestimmt zu uns. Der kommt, meinst du, der kommen lassen oder was? Steht unser. Okay. Ah, er kommt wieder bei mir runter. Er ist auf mich gelandet, auf mir gelandet. Toll. Ha, der langt vor meinem Wasserdrachen. Der ist ja sofort wieder verschwunden. Der Verschwundibus, genau. Der Schweinepriester. Er schießt wieder. Irgendwas ist passiert gerade unter mir. Ah, Hilfe. Hol mir ein Gegner. Warum? Beschützt die Turrets ein bisschen, wenn es geht. Versuche ich, ja. Ich tue mein Bestes. Mein Schild ist verpufft. Das ist eure Chance. Wo ist er? Schild ist verpufft. Immer draufhalten. Aber er hat doch ein Schild. Ist doch noch. Seinen Namenszug ist doch noch im Schild drin. Ja, was will stimmt, er denn? Ja. Dünnpfiff, oder? Er labert doch Dünnpfiff. Dünnpfiff? Du willst ablenken. Spritzt mich an hier, ist ein Gegner. Ja, ich spritze ihn auch mal weg. So, der ist ja so. Danke. Also wie viel Zeit kann ich eigentlich aufbauen hier? Quark, oder? Warte mal auf hier. Was soll denn das? Der hat doch immer Schutzschild. Was soll denn das? Mach ich das falsch? Hä? Also, hä? Au. Versteh ich nicht. Oh, ich bräuchte mal Heilung. Ja, da ist er jetzt. Wieder. Ja. Wo rennt ihr denn hin? Wo rennt ihr denn hin? Rumpel. Weg ist er, das geht ja fix. Ja, der nimmt einfach Schaden und dann sagt er, ich will nicht mehr. Snorks? Ich bin hier rechts denn, neben dir. Ja. Denn? Ja, ich suche ihn. Für! Ihr könnt euren Tod von hier aussehen! Mal an, was? Hör
Hallo? Hallo? Hallo, Hans? Hallo? Hallo? Das ist eure Chance. Was will ihr? Oh ja, andauernd Turrets auch. Ja, ich auch, ja. Weil die ganzen Punkte hier. Damit die auf seinen komischen Schilder schießen. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen immer diese Turrets aufbauen, damit die den Schild irgendwie wieder. Ich habe es, glaube ich, vorhin einmal gesagt, aber das ist. Hör ich dir zu? Ich merke das. Habe ich jemals zugehört, wenn du was erzählst? Beweise auf diesen Kanal. Das lohnt sich meistens nicht. Er ist verwundbar, wo ist er? Ja. Ah, ja. In der Mitte. In der Mitte? Meine Wassersache. Ja, der braucht irgendwie nur Schaden zu nehmen, einen gewissen Grad, und dann haut er wieder ab. Ja, solange meine Wasserpfütze da ist, macht er auch immer noch Schaden. Das ist das Gute daran. Oh, ich fliege irgendwie ich bin gleich außerhalb der Map. Haut er nicht ab. Ups, das war. Ich stehe auf dem drauf. Alter, ich bin außerhalb der Map. Wo bin ich? Komm ich wieder hoch? Oh, hier. Auch meine Güte. Komm, Dreieck! Also, ja! Bam, 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 bam. Oh, fliege ich davon. Keine Energie mehr. Scheiße. Autsch. Weißbogen. Meine Fresse! Ich der macht hier voll den Zirkus hier, du. Zieht dich auch noch ran? Oh, bist du das? Nee, weiß ich nicht. Mich hat er rangezogen. Nachladen, ja, nachladen. Gleich haben wir ihn. Eine Welle. Aber den haben wir doch gleich. Aber ich flieg schon wieder. Zieh noch mal den Mio zusammen. Das reicht. Er fliegt gleich. Ja, ich fliege. Hab ihn. Weiß. Du willst noch mal wiederbelebt werden? Du bist so gemein. Und das warum? Mit Recht. Mit Recht, ja, natürlich. Ja. Und nun? Der hüpft weg. Der hüpft weg. Ey, nicht weghüpfen. Das könnte dir helfen, ne? Und nun? Ach, guck mal. Was, Tango? Ach, hier, das Spaceship hier. Die dicke Emma hier. Klappe auf. Kann ich da auch rein? Ja. Jetzt nein, geht. Oder? Doch, ich bin drinne. Nein. Also quasi. Wir können nicht rein. Ich nehme die mir aus hier. Eine schwarze Wand. Für. Gut. Nova, bring uns weg. Hey, alle an Bord? Gut, sagt er. Danke für eure Hilfe. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ. Danke und Riesenumarmung, aber danke und wer will knuddeln? Wer will knuddeln? Nicht so lange wir da sind. Oh, sehr geil. Yay. Mission abgeschlossen. Yay. Überreste des Kodex, die Trophäe. Wow. Du kriegst Trophäen. Wunderbar. Wow. Ja, Mission beendet und diese Folge auch. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt will ich nochmal eben einmal gucken, wie viel der Onkel da gerissen hat. Eigentlich müsstest du den unglaublichsten Killcount der Welt haben. Der Mega-Killcount. Ich hab doch bestimmt nicht alle weggeklatscht gemacht, weil ich will immer warum? Weil du doch da, wenn du deine Drehungen machst und deine Schnitzer und deine Bodenwellen, das knallt doch immer nur rein. Also, was wollte ich jetzt sagen? Weiß nicht. Jetzt haben wir doch bestimmt noch Überlänge, oder? Ja, wir haben 177, nein. Nein, Snorks, du hast 211 Kills und die 177 hat der Onkel gemacht. Ich sag ja, für eine Heilerin knallt ja, die Tante. Ja, die ist mir ein bisschen über die Tante, ja. Und ich mit meiner Super-Shotgun schreie hier gar nichts. Also im Multiplayer-Modus des Games, Onkel, knisterst du gerade? Ja, ich hab mich verheddert. Ja, erzähl weiter. Müssen wir dich entweder. Hoffentlich erhängst du jetzt nicht mit den Kabeln. Das Kabel hört ihr ja dann. Das also ich wollte gerade sagen, das hören die ja jetzt nicht auf YouTube. Weißt du, hoffen wir mal. Also im Multiplayer-Mode sieht man ganz viele von den Samurai-Leuten, die der Onkel da gerade spielt, weil die knallen richtig rein, muss ich man auch, echt so sagen. Fand ich auch, Die hauen richtig gut was weg. Aber wie man sieht, kann man tatsächlich mit einer Heilerin auch was schaffen. Ja, die macht ja auch gut Schaden, die Tante. Na gut. Ja, aber also insofern war eine coole Folge. Vielen Dank, Onkel. Ja, und bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüss.